Hallo, liebe Hungrige. Grießnocker können süß als Dessert gereicht oder überbacken werden. Hauptsächlich sind sie eine Suppeneinlage. Und ganz neu, sie können sich auch zur Affäre ausweiten. Das jedenfalls besagt der gleichnamige Film, der dieser Tage in unseren Kinos anläuft. Und bevor wir uns dem Rezept zuwenden und später auch dem Gewinnspiel, werfen wir mal einen kurzen Blick in den Film. Hat das gerade klingelt? An mir klingelt. Sonst klopft man an die Tür oder ans Fenster oder kommt einfach so rein. Lene? Paul? Die kennen sie anscheinend. ...21:45 Uhr, Aschenbrenner, 5 Bier, 3 Schnaps. Der Bastl, der will wieder Kollegen ausspionieren. Ja? Oh mein, hab jetzt wichtige Informationen zerstört. Du Zipfinglatscher. Franz Eberhofer, Sie sind vorläufig festgenommen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, super, das habe ich schon vermisst. Sie glauben aber jetzt nicht ernsthaft, dass ich den Baschel umgebracht habe. Der Franz wird doch niemals jemanden umbringen. Jeden geschissenen Tag kriegst du noch gerade Suppen. Bloß weil er da mit seinen alten Zähnen nichts mehr in der Gnatschenkurve verstößt, müssen wir dasselbe Klum fressen. Ja, die Frau Eberhofer auf ihrer alten Tag noch eine Affäre. Eine Grießnockel-Affäre. Plötzlich, wo ist denn dein Baby? Die Amy Gertrud. Scheiße. Es ist inzwischen bereits die vierte Kriminalkomödie um den Polizisten Franz Eberhofer aus der niederbayerischen Provinz mit vielen skurrilen, liebenswerten und auch nachdenklich stimmenden Charakteren. Meine Empfehlung, schaut euch den Film, wenn ihr könnt, an. Für unser Rezept brauchen wir Hartweizengrieß, auch Weichweizen, Dinkelgrieß oder Polenta sind möglich. Doch für unsere Zwecke erscheint mir dieser am besten. Wir brauchen Butter, ein Ei, Schnittlauch, Salz und Muskatnuss. Diese kann natürlich gemahlen sein, doch frisch gerieben ist natürlich besser, weil aromatischer. Für die Suppe selbst brauchen wir Gemüse, Delikatesse oder Hühnerbrühe und optional noch ein bisschen geriebenen Parmesan. Wir geben die zimmerwarme, weiche Butter in eine Schüssel und schlagen sie mit den Schneebesen des Rührgeräts auf, geben dann das Ei mit hinein, verrühren nun beides weiter, bis alles gut vermischt ist und eine schaumige Masse entsteht. Und zu dieser schütten wir nun den Grieß. Nicht ganz alles auf einmal, macht sich besser so. Weiter alles gründlich miteinander verrühren. Das wird nicht lange dauern, 1-2 Minuten. Und dann wird gewürzt, kräftig mit Salz. Und dann ein bisschen von der Muskatnuss dazugerieben. Dann alles nochmal durchrühren. Der Teig ist damit vorbereitet. Alles ein bisschen zusammenschieben und andrücken. Mit Teigschaber oder Esslöffel. Und dann so für 20 bis 30 Minuten erstmal ruhen lassen. In der Zwischenzeit setzen wir die Brühe an und kochen sie auf. Und wir machen uns jetzt ans Formen der Nockerln, nehmen einen sehr gehäuften Teelöffel von der Masse ab und formen den Teig dann in der Hand, diese vorher etwas anfeuchten und dann mit dem Teelöffel in der Handfläche so ein bisschen hin und her rollen und damit fertig formen. Anschließend mit der Spitze des Löffels von oben nach unten dreimal leicht eindrücken. Das stabilisiert die Form und verhindert beim Kochen ein Auseinanderbrechen. Da frag mich bitte nicht, welche strukturellen Aspekte sich dahinter verbergen. Wird jedenfalls so von bayerischen Köchen empfohlen. Die Alternative zum Formen in der Hand ist, wie ihr hier sehen könnt, die Arbeit mit 2 Teelöffeln. Funktioniert auch problemlos, doch mir ist erstere Variante lieber. Und deswegen verfahre ich weiter so. Wie ihr es macht, könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Und dann geben wir die Grießnockerln in die Brühe, lassen sie darin so für ca. 5 Minuten mitkochen, reduzieren dann die Hitze und lassen sie für weitere, ist ein bisschen größenabhängig, 10 bis 15 Minuten darin ziehen. Wir schneiden in der Zwischenzeit den Schnittlauch in feine Röllchen. Ich mache das mit meiner Kräuterschere und wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Die Grießnockersuppe ist nun fertig. Wir nehmen sie vom Herd und tun auf und streuen jetzt noch mehr oder weniger vom Schnittlauch darüber. Und wer möchte, kann mit dem Parmesan genauso verfahren. Stellt ihn auf jeden Fall mit auf den Tisch. Ist halt Geschmackssache. Mir schmecken beide Varianten. Ich hoffe, euch geht's genauso. Jedenfalls bin ich da optimistisch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit.
Doch halt, ihr könnt ja noch was gewinnen. Und zwar 3x2 Kinokarten und 3x das Hörbuch zum Film. Zu den Kinotickets muss ich unbedingt anmerken, dass der Film, zumindest jetzt, nicht bundesweit, sondern nur in Bayern anläuft. Und nun zur Frage. 2014 kam aus der gleichen Reihe die Verfilmung von Winterkartoffelknödel in die Kinos. Damals habe ich auch ein Rezept dazu veröffentlicht und ich möchte wissen, welches war das. Alle Modalitäten findet ihr in der Infobox. Ich drücke euch die Daumen. Falls ihr den Grieß allerdings lieber verwenden wollt, um einen Blaubeer-Käsekuchen zu backen oder euch nach einem ganz anderen Filmrezept ist, vielleicht den Beefaroni aus Big Bang Theory, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.